الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. So werden wir بإذن الله تعالى eine weitere Frage übersetzen in diesem großartigen Buch von unserem Sheikh الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. Und dies ist jetzt As-Sual al-Tasi', yani die neunte Frage. Und die Frage ist folgendes: Es ist ein Friedhof, in dem eine Musalla ist, fil Jazair, in Algerien. Und die Menschen in diesem Friedhof, wo diese Musalla sich befindet, yusalluna biha salatul farida. Und sie beten in diesem Musalla, wo sich in diesem Friedhof befinden, die Pflichtgebete. Thumma yusalluna salatul janaza. Und dann beten sie auch anschließend die Todesgebete, beziehungsweise das Todesgebet in dieser Musalla, wo sich in diesem Friedhof befindet. Fama hukmu dhalik. Wie lautet der Urteil darüber? Wie lautet der Urteil darüber? Sheikh Rabia hafizahullah sagt, الجواب لا يجوز الصلاة الفريضة في المقبرة حرام عليهم. Das Pflichtgebet ist nicht erlaubt auf dem Friedhof. Das ist verboten für sie. Und die Musalla في أحد النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المقبرة. Und die Musalla, yani sprich auch für die Salatul Janais, war zur Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam außerhalb der Friedhof. So wurde yani das Todesgebet außerhalb des Friedhofs gebetet. Jedoch, lakin inda al-haja kan yamutu shakhsun aw an wa anta ghaibun wa huwa qaribun lak aw sadiquk فَلَكَ أَن تَذْهَبَ إِلَىٰ قَبْرِهِ وَتُصَلِّي عَلَيْهِ فِي الْمَقْبَرَةِ. Jedoch beim Bedarf, wie zum Beispiel, dass eine Person stirbt und du bist abwesend, wie eine nahe Verwandte oder ein Freund von dir, so steht dir zu, dass du bei seinem Grab gehst und dort, yani, dort die Salatul Janaza für ihn verrichtest. Jedoch, was legitim ist, an der ersten Linie, dass man dies, yani die Salatul Janaza, in der Musalla, wohlverstanden in der Musalla, wo außerhalb der Maqbara, yani der Friedhof ist. Und wenn es Bedarf gibt, yani auch bei Bedarf, ist erlaubt, yani Salatul Janaza, fil Masjid, yani in einer Moschee. In einer Moschee ist auch erlaubt, yani das Todesgebet zu verrichten. Denn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam betete für zwei seiner Gefährten das Todesgebet in seiner Moschee, wie dies von Aisha radiallahu anha berichtet wurde. Und Aisha radiallahu anha, sie veranlasste von den Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass sie Sa'd radiallahu anha in die Moschee bringen, damit sie für Sa'd das Todesgebet verrichtet. Dann فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. So wurde yani dies abgelehnt. Yani wurde dieser Wunsch von Aisha radiallahu anha abgelehnt. فَقَالَتْ. So sagte Aisha radiallahu anha, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam bei Allah, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam betete für die zwei Gefährten, und das war Suhail und sein Bruder. Er betete das Todesgebet für sie in der Moschee. Somit, yani, das sind Argumente, die besagen, dass es erlaubt ist, auch beim Bedarf in der Moschee das Todesgebet zu verrichten. Jedoch, Sheikh Rabia Hafidahullah sagt, jedoch die Grundlage beim Todesgebet lautet, dass dieses Gebet in einer Musalla, das außerhalb der Moschee und außerhalb der Friedhof ist, dort wird, yani, dort wird das Todesgebet verrichtet, die bestimmt ist, li salatil Eid wal lil Janais.
Yani die, yani bestimmt ist diese Ortschaft für das Eid-Gebet oder auch yani für die Todesgebete. Jedoch, wenn man in diese eine Notwendigkeit kommt, bei Bedarf, was du erwähnt hast, so ist erlaubt, dass jemand, yani, der bestattet wurde und du warst abwesend, dass du, yani, dass du bei seinem Grab das Todesgebet verrichtest. Jedoch, amma salatu, dhatu ruku'i, was-sujudi, fala yajuzu fil maqbarati abadan. Jedoch, das Gebet, was beinhaltet Ruku' und Sujud, sie, yani diese Art des Gebets, ist niemals erlaubt, in der Maqbara, im Friedhof, zu verrichten. Und es ist überliefert in einem Hadith, dass eine Frau, die den Unterhalt der Prophetenmoschee pflegte zu tun, faqadaha, yani, ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam verlor sie aus seinen Augen. Yani, sie war abwesend für eine Zeit und ihm wurde nicht über sie berichtet. So fragte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, wo diese Frau sein soll. Dann sagten die Sahaba ridwanullahi alaihim, dass diese Frau, yani, innaha matat, yani, sie ist verstorben. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, fahalla adhantumuni? Yani, hättet ihr mich doch berichtet darüber. Somit, fa'ata qabraha, fa'salla alaiha. So kam der Gesandte sallallahu alaihi wasallam zu ihrem Grab und betete dort, yani, das Todesgebet für sie. Dann fragt der Fragende, ist dies aber nicht eine, yani, Khususiyya lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ist dies nicht eine spezifische Sache für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass er machen dürfte, weil sein Gebet für die Toten war eine Ruhe und Barmherzigkeit? Sheikh Rabi' Hafidhullah sagte, la, laysa fihi khususiyya. Al-Khususiyya la tathbut bid-da'wa, la bud min an-nassi ala al-Khususiyya. Sheikh Rabi' Hafidhullah sagt, nein, dies ist nicht eine spezifische Sache für den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, denn dieses Spezifische wird nicht bestätigt durch eine Behauptung. Es braucht, es benötigt ein Argument, dass diese Sache ja nicht spezifisch für unsere edle Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Und auch dies war Amelus Salaf, yani die Gewohnheit, die Handlung der Salafus Salih. هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما وأبي موسى الأشعري رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه und so diese edlen Sahabas, sie haben diese Sache auch gerne gehandelt, dass wenn sie abwesend waren und jemand von ihren Nahen gestorben ist oder ein Freund von ihnen und sie kamen zurück von der Abwesenheit, von der Reise und so weiter, sie haben das Todesgebet für sie bei der Maqbara, bei seinem Grab, verrichtet. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.